Ja, ein bisschen Schreck habe ich schon gehabt. Dreimal durch die SS, durch die Posten, alle kontrolliert, bis ich da überhaupt zum Haus zugekommen bin. Na, auf jeden Fall bin ich angekommen dort und habe mit meinem Zettel und habe gesagt, dass ich komme von Arbeitsamt von Wels. Und dann hat sie mich angeschaut auch. Und dann, das war die Verwalterin. Dann hat sie gesagt, ja, aber ich soll sofort kommen, weil das Haus ist jetzt total voll. Der Hitler war zur Zeit dort und das viele Militär und alles, was sich da in dein Haus abgespielt hat. Ich soll ja sofort kommen. Aber es war ja schon spät am Nachmittag und dann hat es geheißen, ich kann übernachten. Kann übernachten, ich soll in der Früh frühstücken und dann soll die halt heimfahren und um einen Koffer. Dann hat sie mich ins Zimmer geführt. Mei, habe ich mir gedacht. So ein schönes Zimmer. Ja, da träume ich ja gar nicht schlafen. Und beim Bäcker so was gefeichtes Loch. Ja, ist das nett. Telefon am Kastel, Waschbecken, alles drinnen, weil grüne Tannendecke, schön. Na, man denkt, ja, ist das nett. Wie schön ist das, was das da? Man denkt, da kommt das auch vielleicht geht. Und dann habe ich übernachtet, bin nach dem Tag frühgestickt und dann bin ich wieder heimgefahren. Und wie ich halt heimkomme, sagt die Mutter, na, wie war's denn? Ja, habe ich gesagt, es war schön. Hat gesagt, bitte fahr aber ja da nicht hin. Hat gesagt, heute war schon bei ihr daheim die Polizei und hat bei uns schon die ganze Wohnung, bei ihr daheim die ganze Wohnung. Da, weil ich dort drum war, war schon die Polizei bei ihr daheim und hat schon alles geschaut, ob nicht mir, weiß ich, was gängen, Ding, ob sie was sehen. Nein, habe ich zu der Mutter hab ich gesagt, nein, ich fahre eh nicht. Aber dann bin ich halt aufs Arbeitsamt und die, ja, die, ja, wie war denn das und hat da wieder gemacht. Ja, die war so begeistert, dass mich die dorthin schicken hat können. Zuerst habe ich gesagt, nein, ja, es war schon schön, habe ich gesagt, aber ich werde doch nicht fahren. Es war die ganz entsetzt. Dann hat sie gesagt, nein, hat sie mir einen Vortrag gehalten. Dann hat sie gesagt, Tausende, Tausende Mädchen, Tausende wären froh, wenn sie diese Chance hätten, dorthin kommen. Und ich sage jetzt, nein, ich fahre nicht. Hat sie gesagt, ja, und außerdem hat sie gesagt, habe ich schon mit dem Amtsleiter geredet und der Amtsleiter von, der weiß auch schon Bescheid, aber das geht halt fast nicht. Ich muss dorthin fahren. Jetzt bin ich halt heim und habe gesagt, nein, ich muss fahren, es geht nicht mehr. Habe ich gesagt zu daheim und dann bin ich dorthin gefahren.